Arnold Schwarzenegger hat seit seiner Geburt ein krankes Herz. Nun wurde dem Actionhelden ein Herzschrittmacher eingesetzt. Arnold Schwarzenegger wurde Herzschrittmacher eingesetzt. Egal, wo er auftritt, Arnold Schwarzenegger, 76, macht immer den Eindruck, als ob ihn nichts umhauen könne. Doch leider ist auch der durchtrainierte Terminator nicht unverwundbar. Und so hat auch der einstige Mr. Universum die ewige Jugend nicht gepachtet. Im Alter macht ihm sein krankes Herz immer mehr zu schaffen. Nun musste sich Arnie einer erneuten Herzoperation unterziehen. In einer neuen Folge seines Podcasts Arnolds Pumpclub enthüllt er, dass ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Humorvoll wie immer, scherzte er in Anspielung auf seine Kultfilmrolle Terminator, dass er nun ein bisschen mehr zu einer Maschine geworden sei. "1997 wurde der Österreicher erstmals am Herzen operiert. Er bekam eine Aortenklappe, die seinen angeborenen Herzfehler korrigieren sollte. "2018 und 2020 folgten weitere Operationen an seinem Herzen. Doch trotz seines Leidens treibt er weiter Sport und engagiert sich auf Umweltveranstaltungen, hoffentlich mutet er sich nicht zu viel zu."